Die Parabel P wird durch zentrische Streckung auf die Parabel P' abgebildet. Berechne die Gleichung der fehlenden Parabel. Wir haben P' ist gleich y' ist gleich x² plus 2x'. Wir haben das Zentrum Z mit 0,3 und den Streckungsfaktor K mit 2. So, kurzes Vorwissen aus der zentrischen Streckung. Wenn wir einen Punkt P haben, der abgebildet werden soll mit Streckfaktor K gleich 2, dann würde man so vorgehen, wir messen die Entfernung von Z nach P, multiplizieren diese Entfernung mit dem Streckungsfaktor K, also mit 2, und tragen das im Prinzip nochmal ab und dann erhalten wir hier den P'. Also können wir sagen, die Länge von Z nach P' ist gleich K mal die Länge von Z nach P. Und genau diese Idee brauchen wir auch für unseren Fall, nur dass wir nicht mit Streckenlängen argumentieren, sondern mit Vektoren und beziehungsweise Pfeile. Also einfach sagen, der Pfeil von z nach p' ist gleich k mal der Pfeil von z nach p. So ist jetzt die Frage natürlich, was ist p und was ist p'? P ist jetzt in dem Fall irgendein beliebiger Punkt auf der Urparabel und p' ist ein beliebiger Punkt auf der Bildparabel, also auf der abgebildeten Parabel. So. Braucht man noch die Koordinaten von P und P', damit wir überhaupt was anfangen können. Von P wissen wir im Prinzip gar nichts, also nennen wir die einfach mal xy. Von P', x' und y'. So, an der Stelle vielleicht gleich ein Hinweis, beide Punktkoordinaten haben die Variable x mit drin. Hier muss man aufpassen, dass man diese Variablen auch verschieden nennt. Es ist tatsächlich nicht der gleiche x-Wert. Deswegen habe ich den jetzt x' genannt und den nur x, also bei p nur den x und bei p' den x'. Einfach, damit man sieht, es sind verschiedene Variablen x und die darf man auch nicht zusammenrechnen. Man kann dann auch x1 oder xp nennen, je nachdem. Ich habe jetzt halt x' genannt. So, eine Information habe ich noch nicht verarbeitet, nämlich die Parabelgleichung, die hier steht, und da heißt ja y' ist gleich x² plus 2x'. Und das kann ich jetzt im Prinzip hier bei p' einsetzen. Ist ja nichts anderes als die Funktionsgleichung. So, also wir haben einen Punkt p auf der ursprünglichen Parabel und einen Punkt p' auf der abgebildeten Parabel mit den Koordinaten x' und hier die Parabelgleichung. So, und jetzt brauchen wir im Prinzip nichts anderes als die Abbildungsvorschrift. Ich schreibe sie nochmal auf. Der Pfeil von z nach p' ist gleich k mal der Pfeil von z nach p. So, und jetzt setzen wir ganz normal ein. Pfeile berechnen wir über Spitze minus Fuß. Das heißt, ich fange hier mit p' an. Der hat x' und x² plus 2x'. Und ziehen davon das Zentrum Z ab, also 0,3. Ist gleich k war die Pfeil 2 mal, und jetzt gleiches Spiel, von Pfeil von Z nach P, also Spitze minus Fuß. So, was bringt uns das jetzt? Einfach den Fall, dass wir im Prinzip diese Vektoren in zwei Gleichungen aufteilen können. Ja, wir haben eine obere Zeile und eine untere Zeile und daraus können wir zwei Gleichungen bilden und dann mit Hilfe des Parameterverfahrens eben die Funktionsgleichung der gesuchten Parabel herausfinden. Also Gleichung 1, einfach die obere Zeile abschreiben, x' minus 0 können wir weglassen, ist gleich. Dieser Faktor k geht sowohl auf die obere als auch auf die untere Zeile, also haben wir noch hier 2 mal x. So, diese erste Zeile, also die erste Gleichung, die wird immer nach einer Variable aufgelöst. Die Frage ist natürlich nach welcher, x' oder x. Da gibt es eine ganz einfache Methode, das herauszufinden, nämlich die Variable, die in der oberen sowie in der unteren Zeile vorkommt, nach der wird aufgelöst. Wenn wir uns anschauen, dieses x gibt es nur in der oberen Zeile oder entsprechend auch das y gibt es nur in der unteren Zeile, nach dem löse ich also nicht auf, dagegen das x' ist sowohl oben als auch unten zu finden. Also heißt es, die erste Gleichung wird nach x' aufgelöst. Das Schöne hier dran ist, die erste Gleichung ist schon nach x' aufgelöst, ich muss also nichts weiter machen. Weiter geht es mit der zweiten Gleichung. Erst einmal abschreiben, x² plus 2x' minus 3 ist gleich 2 mal y minus 3. Jetzt gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1,
Ich setze erst ein und vereinfache dann. Oder ich vereinfache erst und setze dann ein. Meistens ist es sinnvoller, erst zu vereinfachen, weil es einfach sein kann, dass dann irgendwelche schwierigen Rechnungen vereinfacht werden und dann später beim Einsetzen keine Probleme mehr bereiten. Also, wenn ich vereinfache, der Linksterm bleibt komplett stehen, da kann ich nichts vereinfachen. Aber hier auf der rechten Seite 2 mal y sind 2y und 2 mal minus 3 sind minus 6. Dann bringe ich erst die minus 6 auf die andere Seite mit plus 6, also x'² plus 2x' und jetzt minus 3 plus 6 sind plus 3, ist gleich 2y. Dann geteilt durch 2. Man kann jetzt natürlich einen großen Bruchstrich schreiben und das hier in den Zähler und die geteilt durch 2 in den Nenner. Oder wer die Kommazahlen mag, schreibt es im Prinzip so. Vor dem x'² steht im Prinzip nichts anderes als 1 mal und 1 geteilt durch 2 ist 0,5. Deswegen kann man auch 0,5x'² schreiben. So, 2 geteilt durch 2 ist 1, also plus x' und 3 geteilt durch 2 sind 1,5, ist gleich y. So, jetzt kommt das Einsetzen, also wir setzen die Gleichung 1 in die Gleichung 2 ein. Dafür brauchen wir hier das oben, was wir ausgerechnet haben. Hier steht der x' ist gleich bla bla bla. So, und jetzt gehen wir her und ersetzen alle x', die wir hier in unserer zweiten Gleichung finden, durch das, was wir in der oberen Gleichung herausgefunden haben. Ich fange jetzt einfach mal mit der rechten Seite an, also mit y ist gleich. Ist egal, wie rum man das schreibt, kann man ja drehen im Prinzip. So, dann kommt 0,5 mal, und jetzt habe ich hier das x', das wird ersetzt durch 2 mal x. Klammern setzen, weil hier oben kommt noch ein Quadrat mit dazu. Plus, dieses x' wird jetzt auch ersetzt durch 2 mal x und dann noch plus 1,5 dazu. So, vereinfachen. 0,5 mal 2 mal x hoch 2 sind 4x² plus 2x plus 1,5. Und jetzt ist nur noch ein Schritt übrig, nämlich 0,5 mal 4 sind 2x² plus 2x plus 1,5. So, und das ist die gesuchte Gleichung meiner ursprünglichen Parabel.